Ja, ja, den Kopf ab, den Kopf ab, den Kopf ab. Ah, warum es immer der Kopf sein muss? Hallo, Zombie-Karten! Oh, Selbstverteidigungsmodus! Und zerschlagen! Nicht wiederbeleben! Autsch! Wir erschüttern den Boden! Oh mein Gott! Was war daneben? Autsch! Aua, aua! Sehr interessant, diese Horde an... Wow! Hilfe! So stand der direkt hinter mir! Au! Das sind doch schon mal etwas gemeinere Gegner. Lass mich in Ruhe. Bei denen muss man etwas besser aufpassen. Und der hätte mich eigentlich, glaube ich, treffen sollen müssen. So. Ah! Mein Gott. Jetzt reicht's mir aber. Gebt mir einfach eure Lebenspunkte. Wie viele gibt's von euch denn? So, danke. Und was bist du? Du bist ein Scharfrichter. Ja. Lang nicht gesehen, Kollege. Und du siehst nicht gerade lecker aus. So. Und so. Ja. Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ja. das war kein diskreter Abgang. Der hat uns einfach aufgespießt. Alles andere als diskret. Das war ziemlich schmerzhaft. Aber naja. Naja, zum Glück machen die nur einen Angriff und lassen mich dann erstmal wieder in Ruhe. Steh auf! Dämliches Mistding! Autsch! Ah, okay, sie machen doch mehrere. Was hat die Herzkönigin nur mit euch gemacht? Ich brauche die Lebenspunkte für den Scharfrichter. Ihr dürft mich nicht töten. So. Hilfe. Wow. Weg mit euch. Bums, bums. Und weg. Und weg. Und weg. Und zerschlagen. Je mehr von euch, desto hoffentlich mehr kriege ich an Lebenspunkten zurück. So, hallo Scharfrichter. Dich kann ich nicht überspringen, oder? Oh doch, oh doch. Okay. Ich kann ihnen keinen Schaden machen, das ist nicht schön. Dann muss ich irgendwie schauen, was ich dem anrichten kann. Wie wär's mit einer vollen Ladung? Mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. Stürmisch, stürmisch, stürmisch. Wasser. Ach so, ja, ich laufe einfach mal weiter, ne? Vielleicht kann ich gegen den ja auch nichts machen. Vielleicht kann ich den nachher irgendwie zerquetschen oder irgendwo runterfallen lassen oder so. Aber, naja, wenn ich einfach weitergehen kann, warum nicht? Warum nicht? Okay, okay. Jetzt fühle ich mich doch sehr an... Wow! An Prince of Persia erinnert, gegen den Dahaka. Lass mich! Boah! Der ist schnell, der Kollege. Der ist schneller als erwartet. Alles klar. Weglaufen, direkt weglaufen. So. Schon mal genug. Rein, 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 rein. Wow. Also gegen dich kann ich wohl nichts ausrichten.
Oh, was bist du nur für ein gebeuteltes Wesen? Ah, du hast das Herz auf dir, du hast Peak auf dir, glaube ich, du hast... Oh mein Gott. Gar nicht schön. Was hat die Herzkönigin nur mit dir gemacht? Ja, hör auf rumzuschnaufen. Ich muss weg von dir. Bin ich hier zumindest sicher? Da ist eine Erinnerung. Die hole ich mir. Schübidibidib. Hallo, Erinnerung. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Ja, das stimmt so ziemlich. Also, die Funktion einer Waffe, der eigentliche Zweck von irgendetwas, kommt im Endeffekt nicht auf die Waffe an oder auf das Objekt selbst. Der steht immer noch da, oder? Oh, der schaut da jetzt rein. Nett. Wow, das sieht überhaupt nicht nett aus. Wow. Ja, der eigentliche Zweck oder der Sinn von irgendetwas, der ist eigentlich immer von dem Besitzer abhängig. Also so ein Schwert, ne, das eignet sich bestimmt super auch zum Suppe umrühren. Aber die Frage ist, wer macht das? Dafür nimmt man lieber einen Löffel. Ja, weil die meisten damit besser klarkommen, aber man könnte es auch mit einem Schwert machen. Man könnte auch mit dem Löffel in den Kampf ziehen. Ja, in gewisser Weise geht das. Aber die meisten Leute, die meisten Menschen haben sich da anders entschieden. Grüner Kreis. Den will ich länger haben, den grünen Kreis. Niau, 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 niau. Ja, okay. Und so wie mit dem Zweck von irgendwelchen Objekten ist es auch mit dem Zweck und Sinn des Lebens. Denn, ja, es gibt an sich keinen Sinn des Lebens. Es gibt keinen Zweck von zum Beispiel einem Schwert oder einer Waffe. Der Zweck kommt dadurch, dass der Besitzer es für irgendetwas benutzt. Und so ist das auch beim Leben. Es gibt keinen Sinn des Lebens. Jeder muss sich den Sinn oder Zweck von seinem Leben selbst geben. Das ist das, worum es in dem Leben geht. Der Hüter der Königin verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Ja, okay, der Schaf... Oh nein, kommt der hier durchgerolzt, geholzt oder was? Also der wird mich jetzt auf jeden Fall jagen und mir wird das auf jeden Fall nicht gefallen. Okay. Wenn wir in der Luft sind, ist das eigentlich das Beste, was uns geschehen kann. Also hier kommen wir nicht runter, oder? Dort unten? Naja, da geht es zwar auch weiter, aber hier fallen wir wahrscheinlich nur runter. Ah, der Sinn des Lebens. Ja, so viele Fragen immer wieder danach. Und hier geht's weiter zum Kampf. Und ich kriege gerade Besuch, worauf ich nicht so gut reagieren kann. Aber der Besuch scheint auch irgendetwas zu suchen. Scheint auch alles okay zu sein. Naja. Es ist immer so ein kleines bisschen irritierend, wenn man gerade so eine Aufnahme macht und dann kommt jemand ja, in den Raum rein. Und naja, an sich, wenn die Person irgendetwas sucht, wie bei mir gerade, ist es an sich nicht so schlimm. Aber wenn die Person versucht, mit einem zu reden, ist das schon etwas problematischer. Autsch. Da habe ich zu spät reagiert. So. Weg, weg, weg. Jetzt nur noch der eine Zombie. Oder Kartenzombie. Kartenwache. Er hat mich gefunden. Mach die Tür auf hinter ihn. Bitte. Oh. Ist das jetzt sowas wie ein Gefängnis? Haha. Haha, eine Flasche. Was will Alice eigentlich mit den ganzen Flaschen? Was? Gonna run now. Da-da-da-da-da. Wow, wow. Hilfe! Wow. Blöde Sau. Du kommst hier doch nicht etwa durch, oder? Oh, la 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 la.
Also durchkommen tut er anscheinend nicht. So, erstmal das Kleinvieh aus dem Weg räumen. Na, weg. Na, Kameraperspektive ist nicht so ideal. Was? Nein! Nein, bitte. Oh, scheiße! Kannst du deine eigenen Freunde wegsimmeln? Das würde mir sehr gelegen kommen. Dann muss ich die Arbeit nicht tun. Haha, das funktioniert. Sehr schön. Und das war ja doch recht knapp gewesen. Sehr gut. Ich habe einen großen Spielfreund. Der macht die ganze Arbeit für mich. Oh. Wow. Und das Leben, das Leben. Help, help, help. Gonna run now. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mega Man. Jump and run, man. Hier kannst du nichts machen, ne? Ja, ruf du nur rum. Hallo. Ich bin doch hier ständig ein Eindringling. Obwohl das eigentlich Alice Wunderland ist. Also eigentlich mein Wunderland. Ah. Okay. Okay. Hier gibt's nur den Zahn. Uhrwerkbombe brauchen wir gleich wieder. Und dort ist... Ah. Das hat ja gerade noch funktioniert. So, weg mit... Na, hat nicht ganz geklappt. Aber okay. Ihr seid auch gebeutelte Lebewesen. Was auch immer ihr genau darstellen sollt. Der Verfall. Ja, da. So, hier ist ein Fall nach links. Uhrwerkbombe. Ach, wir können... Das geht? Uhrwerkbombe drauf? Ach so. Sehr gut. Gut zu wissen. Was ist hier? Wieso kann ich hier nicht weitergehen? Danke. Und in dieser Richtung ist eine Schnauze. Dann warte ich, bis das wieder da ist. So. Und Absprung. Dort bist du ja. Sehr schön. Schnauze, 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 Schnauze. Gut, dann jetzt einmal wieder zurück. Und heilen. Vorher einmal heilen. Ach, das ist schön. Rap, 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 rap. Fertig. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch sehen, wann das wieder da ist. Dann können wir wieder zurück und uns den Preis holen. Yeah. Und wir sind jetzt auch schon wieder bei 435 Zähnen. Ach. Da muss die Uhrwerkbombe drauf. Damit das auf der... Ach, Alice. Ich verstehe nicht, warum die da einfach dann stehen bleibt. I don't get it. Hallo. Und bleib am Boden. Roms. So, ist hier sonst noch irgendetwas? Das... Ist das der Scharfrichter? Was da an der Säule ist? Ich glaube schon. Oh, nee. Oh, nee. Der Scharfrichter wird bestimmt keiner meiner besten Freunde. Ich mag ihn nicht. Er ist so unsympathisch. So schnell hier hoch. Und was ist hier? Hier haben wir einen Hebel.
Mit einem schlagenden Herz. Ah, sehr gut. Dürfte vielleicht auch noch wichtig werden für folgende Sachen.